Ja, hallo, liebe Freunde des gleißenden Geschmeides. Hier bin ich wieder, euer Mineralienpapa Charlie aus dem Internet. Ja, habe ich denn hier, das ist auch ein Baby von mir. Nicht? Das ist doch aus dem alten Steinbruch Beckeöse. Ja, da kannst du mal früher sowas finden. Guck mal. Kanonenspat, Makasit, Pyrit. Na, lange Rede, kurzer Sinn. Was machen wir heute? Gucken wir uns mal Fluorid an. Hier haben wir einen alten Fund. Gelber Fluorid. Nicht? Und der kommt, was sagt der Zettel? Aus dem Marienschacht in Wölsendorf. Ja, dann zoomen wir da mal rein. Ja, kann man schön sehen, die würfelige Struktur des Fluorids. Aber schauen wir uns auch mal eine andere Stufe an, nicht? Diese Kleinstufe hier kommt aus der Grube Clara. Fluoridwürfel auf Quarz. Ja, und die sind so ein bisschen besetzt mit oder überzogen mit Limonit, würde ich sagen. Ja, die Nahaufnahme zeigt jetzt ziemlich deutlich, dass das eine Limonitkruste ist. Aber sie zeigt aber auch, dass der Fluorid darunter eine violette Färbung hat. Ja, Fluorid oder Flussspat ist das dritthäufigste Mineral, was wir haben, aber kommt hier leider im Sauerland so gut wie gar nicht vor. Also man kann mal was finden, wenn man viel Glück hat, aber es kommt hier kaum vor, leider. Machen wir mal einen Hummelflug über diese Stufe hier, ist ebenfalls von der Gruppe Clara. Leider hier im Sauerland nicht zu finden. Da kann man sich in die Ecke stellen und mit dem Schochen quirlen. Da ist leider nichts zu holen an Flussspat. Hier haben wir eine Stufe mit leicht ganz hart lila Amethyst und Fluorid. Und der Fluorid ist extrem wasserklar. Ja, hier sitzen dann diese wasserklaren Würfel auf dem Quarz, auf dem ganz hart lila Amethyst. Diese leicht grün-gelbliche Stufe kommt aus der Umgebung von Freiburg in Sachsen, Freiberg in Sachsen. Ja, und diese ist dann noch besetzt mit kleinen Quarzkristallen. Ne? Da zoomen wir auch mal rein. Ja, diese Fluoridwürfel sind immer und immer mit kleinen Quarzkristallen besetzt. Ist auch mal ganz interessant zu sehen. Paketierter Fluorid, dann haben wir den Quarz. Und überall sitzen dann so kleine und größere Fluoridkristalle auf dem Quarz. Hier ein größeres Kristall vom Fluorid. Hier haben wir eine Stufe, die sieht wirklich sehr unspektakulär aus. Und wenn man sich das hier beguckt, ja, man sieht kaum, dass da irgendetwas Besonderes sein sollte. Aber man sollte mal im Schwarzwald immer eine Schwarzlichtlampe dabei haben, eine UV-Lampe. Da kann sowas passieren. Geht man spazieren, leuchtet auf den Boden und dann sieht man das. Eine richtig schöne, dunkel-violett-blaue Fluoreszenz und da ist Flussspat im Gestein. Hier haben wir einen ziemlich großen Würfel hier. Ja, also der hat 1,5 cm und das ist natürlich schon was Dolles, denn der ist wasserklar. Auch dieser fluoresziert trotz seiner Wasserklarheit violett. Diese Kleinstufe kommt ebenfalls aus Oberwolfach von der Grube Clara. Nicht auch wieder wasserklare. Ja.
Ja, der Flussspat, der kristallisiert auch in Würfeln aus, wie man sieht. Ja, und diese hier sind wasserklar, ne? Das macht ja schon Spaß, sowas sich zu betrachten. In dieser Druse sitzen Fluoridwürfel, die mit Goethit überzogen sind. Und hier haben wir auch wieder eine Fluoreszenz. Hier noch ein Oberwolfacher, ein kleiner Fluorid, eine kleine Fluoridstufe, auch wieder mit Limonit überzogen. Ja, hier habe ich noch so ein paar kristalline Derbstücke, also derbe Stücke, ja, in allen möglichen Schattierungen. Ja, der ist so leicht bläulich-grün. Der ist so. Und alle haben eins gemeinsam. Sie fluoreszieren stark unter 365 Nanometer Schwarzlicht. Ja, das ist also ganz typisch. Diese lila Fluoreszenz. Ja Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende. Als UV-Lampe habe ich mir einfach hier so eine Taschenlampe gekauft. Hier Schwarzlicht, 365 Nanometer. Ja, damit kann man auch spazieren gehen und sogar am Strand fluoreszierenden, also am Strand fluoreszierende Mineralien entdecken. Ja, oder im Gelände. Ja, wenn man so abends losgeht, Spaziergänge gemacht oder sowas. Ne? Nicht schlecht so ein Teil. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Film gehabt zu haben. Er ist ein bisschen kürzer als die anderen, Gottlob. Und dann wünsche ich euch Glück auf bei euren Exkursionen und wenn ihr die